Hallo YouTube. Willkommen hier bei Verkehr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute einfach nur eine Fahrt durch das Hochsauerland zusammen mit euch. Genießt es, ein paar schöne Bilder ohne viele Worte. Schauen wir mal, dass ich dieses Jahr das erste Mal über die Hellefelder Höhe fahre. Nee, der Schaltassistent und ich, wir werden keine Freunde. Bleibt dabei, der Schaltassistent ist eines der Features, auf die ich am ehesten verzichten könnte.
So, jetzt ist es gerade ein bisschen langweilig. Bis gleich zur Einfahrt zur Hellefelder Höhe. Bis dann. So, hier die ersten Hinweisschilder. Wenn ihr langfahrt, beachtet sie. Weil wir, die hier wohnen, möchten auch in Zukunft noch hierher fahren. Und die Strecke nicht auch als Opfer von Spezialisten, die besser auf die Rennstrecke fahren würden. Und ein weiteres Mal kann ich nur sagen, dass diese doch recht groben Stollenreifen, diese Heidenau K60 Scout, dass die vollkommen ihren Dienst tun und auch auf der Straße ein ordentliches Bild hinterlassen. Was ein herrliches Wetter heute wieder. Tja, was soll ich sagen? Da waren sie wieder. Würde mich nicht wundern, wenn mir gleich irgendeiner von denen hier um die Ohren fährt und ja. Ich werde es nie verstehen. Hoppla, Dreck auf der Straße. Warum das dann unbedingt sein muss. Guckt euch das wieder an hier. Ich bin ja schon vor ein paar Monaten hier lang gefahren. Dass hier der Wald leiden musste. Wahnsinn. Und seht mich bitte nicht nur als Moralapostel. Ihr seht selbst, ich darf 50 fahren, ich fahre ja auch 60, ich fahre auch 70. Aber man sollte schon die Kirche im Dorf lassen und solche Straßen wirklich mit Sinn und Verstand fahren und nicht als Rennstrecke missbrauchen. Dadurch wird es wirklich schwerer für uns alle.
muss nicht sein. Ja, zumindest ist die Straße vom Unwetter verschont geblieben. Vor mir eine Harley. Ja, um ein Haar wäre ich mit genau so einem Motorrad unterwegs. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Motorräder immer noch klasse. Und es ist auch noch nicht ganz vom Tisch, dass vielleicht nicht doch sowas noch irgendwann mal ins Haus kommt. Ja. Sei es drum. Im Moment fahre ich hier mit und ich bin zufrieden. Weil hiermit kann man irgendwie alles machen. Ja.
Büsche da. Ja, hier auf dem Weg nach Mischede verabschiede ich mich auch von euch. Klasse, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, einen Daumen nach oben zu bekommen. Ah, und die, wieder mal der Hinweis, die noch kein Abo haben, drückt unten rechts auf das Abo und aktiviert bestenfalls gleich die Glocke mit dabei. Ihr verpasst da kein Video mehr in Zukunft. Macht es gut, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende und kommt gut durch die kommende Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.